Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Wir sind aufgestanden, haben gefrühstückt und heute geht's das erste Mal in Bikepark Schladming. Ich bin richtig aufgeregt schon, weil ich habe so das Gefühl, dass der Bikepark in Schladming jetzt nicht so unbedingt der Bikepark wäre, den ich besuchen würde, wenn ich noch ein totaler Anfänger wäre, weil es da schon, ja, knackig ist, würde ich sagen. Also so richtig krass viele Anfängerstrecken gibt es nicht. Deswegen bin ich richtig gespannt, wie das Ganze da wird. Das Wetter ist so mittelmäßig, würde ich sagen. Aber egal, ich denke, heute Morgen hat es zum Beispiel auch kurz geregnet. Und müssen wir mal gucken, wie das Ganze aussieht. Wir holen jetzt gleich kurz die Bikes, dann zeige ich euch mal ganz kurz, nur im Schnelldurchlauf auf der GoPro mal eben die, den Bike-Keller. Und ja, dann werden wir zum Bikepark gehen und uns die Tickets besorgen und die erste Auffahrt machen. Ich bin schon aufgeregt. Bis gleich, Leute. Leute, könnt ihr es glauben? Wir sind jetzt gerade fertig und wollen eigentlich los. Jetzt regnet's. Yay! In Deutschland bestes Wetter und wir fahren nach Österreich in Regen. Ja, zu Hause 30 Grad Sonne. Zu Hause 30 Grad Sonne. Übrigens, hier, weil Rucksack hat mir letztes Jahr nicht so gut gefallen, den ganzen Tag. Und weil ich ja so ein Vieltrinker bin, haben wir uns jetzt Hipbags besorgt. Und zwar ich, die billige von Decathlon und die Michi, die teure von Ewok. Und wir werden mal gucken, welche einfach die beste ist. Ja, wir machen uns jetzt trotzdem ready. Und hoffen, dass es einfach gleich aufhört zu regnen. Ich will noch einfach im Regen fahren. Aber du willst nicht. Ich will nicht? Ja. Ich habe gesagt, lass im Regen fahren. Voll geil. Hast du und nicht du gesagt? So, nee, wenn wir jetzt losgehen, sind wir schon nass, bevor wir oben sind. Ja, dann lass gehen jetzt. Was ist los hier? Oh Leute, das ist das Schloss hier. Weil wir unser Schloss einfach vergessen haben. Das muss ich auch. Eigentlich bräuchten wir sowas hier wie die Tracks. So Leute, wir sind das erste Mal mit der Gondel auf dem Weg da oben. Ich bereue es schon, dass ich die Regenjacke angezogen habe, weil mir ist viel zu warm. Aber es war irgendwie angesagt, dass es ja noch regnen soll. Da dachte ich, komm, bist du vernünftig. Ja, aber ich bereue ich jetzt schon. Die Michi hat ein bisschen das Handgelenk kaputt, deswegen müssen wir gucken, wie gut das heute klappt. Heute Morgen war ganz schlimm, aber Fahrradfahren scheint irgendwie zu gehen. Ja, ich glaube, wir fahren jetzt einfach mal ganz hoch, ne? Ja. Und dann rollen wir mal ab, was man so abrollen kann. Gucken wir mal. Leute, ich bin ganz schön nervös und ich bin richtig froh, dass ich den Baron runtergezogen habe und Reifen drauf gemacht habe, die mehr Rollwiderstand haben, weil beim Lift hochfahren sieht man schon, wie steil alles ist. Schon krass. Uphill Flow und Flowline. So Leute, wir sind oben angekommen. Ich bin echt aufgeregt, obwohl es nur eine Flowline ist. Ich denke mal, die Nervosität wird sich die Flowline wird die ein bisschen wegnehmen. Muss ich erstmal bremsen, weil das Norco war ich seit dem Service bei MTB so ein Spree nicht mehr gefahren. Wir starten jetzt ganz gemütlich rein. Ja. Okay. Wir machen dann bei Abschnitt für Abschnitt Pause. Ja. Ist ready? Erste Runde Flowline. Hat wieder gespürt fürs Downhill-Kriegen. Das ist schon fast wie ein Pump-Track hier. Aber hier
schnell genug ist, kann man das ein oder andere mit Sicherheit stapeln. Aber ich bin richtig dankbar für mehr Grip heute. Sicher werden wahrscheinlich auch einstapeln. Erste Abfahrt, ey. Ich war richtig müde noch in den Knochen immer. Entspannt. Kommt hier gut. Ohne viel Stress überall drüber. Aber eigentlich wollte ich Bremsen einbremsen. Man muss hier gar nicht so viel bremsen. Aber auf jeden Fall entspannte Flowline. Ich spüre schon Pumpe in Waden. Hier fährt man auf jeden Fall auch besser als Tubeless. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leine ist so ein bisschen gebaut wie die großen. Shape und Style her. Aber meine Bremsen packen noch gar nicht. Flowline im Bikepark Schladming setzt sich eigentlich aus mehreren Flowlines zusammen, die dann am Ende ganz ins Tal führen. Man könnte allerdings sagen, eigentlich ist es so ungefähr eine lange Flowline, die am Anfang sehr, sehr entspannt anfängt und später dann ein bisschen flotter wird, wenn man warm gefahren ist. Mit einem Downhill-Bike ist das Ganze allerdings sehr, sehr anstrengend. Also mit weniger Federweg werdet ihr auf jeden Fall auch glücklich auf dieser Line. Abgesehen von ein paar Steinen, ein paar Mini-Anliegern und ein paar kleinen Sprüngen, an denen man aber auch immer vorbeifahren kann, passiert hier auch nichts Wildes. Ich merke auf jeden Fall, dass Norcos viel träger schon wieder durch die anderen Reifen. Wenn hier auf der Leine einmal bremst, dann ist auf jeden Fall sehr anstrengend. Nach der Leine ist man auf jeden Fall warm. Anstrengend. Achso, hier kreuzt der Uphill-Flow. Was? Ist das richtig? Ja, da kreuzt der Uphill-Flow nur. Ja, ja. Nein, ja. Hast die Kurve geschreddet?
Leute, wir rollen zum zweiten Abschnitt. Einfach erster Abschnitt Österreich-Lines, natürlich wieder so lang wie eine ganze Line bei uns. Bin auf jeden Fall ja noch irgendwie nicht so richtig drin, habe ich das Gefühl. Ist ein bisschen komisch. Wie soll ich beschreiben? So, als wäre ich lange nicht Fahrrad gefahren. Vielleicht geht es jetzt auch schon direkt zur Mittelstation. Ah, das hier ist super zum Bremseinbremsen. Ich muss die Lippe schon wieder fest verschneiden. Ein paar Schlücke draus getrunken. Beim Fahren hält sich eigentlich so sehr auf. Das ist echt schon fast zu anstrengend hier. Pumptrack fahren, ey. Puh. Ah, hier ist eine andere Line. Oh, Digga. Oh, ich kann nicht. Oh. Heute geht's. Oh. Hier, wilder Sprung. Ja, Pumptrack fahren hier. Ohne Scheiß, ich hab keine Lust zu pedalieren. Deswegen halt ich einfach hier laufen. Push bisschen. Abschnitt, das ist 3, 4? Weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Also die Line hier kann auf jeden Fall wirklich jeder fahren. Mit so einem Einstieg. Sehr entspannt. Bisschen Panorama genießen. Ich kann mir vorstellen, dass gegen Ende hier ein bisschen mehr passiert, weil das alles schneller wird. Weil manchmal sind die Lines ja so gebaut, dass man so ein bisschen sanft ankommt. Moment mal. Ich glaube, ich bin falsch. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich in Deutschland auf den Continental Baron gewechselt. Einfach, um weniger Rollwiderstand zu haben und schneller vom Fleck zu kommen. Da wir ja nun mal nicht so viele Tiefenmeter haben bei uns in den Parks. In Österreich, dachte ich, ist das Ganze allerdings anders und ich könnte auf einen Reifen wechseln, der mehr Rollwiderstand hat. Was definitiv auf den meisten Strecken eine gute Idee gewesen ist, allerdings auf dieser Strecke nicht so wirklich. Hier habe ich mir dann tatsächlich öfter mal den Baron wieder gewünscht, um weniger pedalieren und pushen und machen und tun zu müssen. Oh shit.
hast aber doppelt so viel Speed, ey. Krass. Falls sich der ein oder andere wieder wundert, warum ich gleich meine Handschuhe ausgezogen habe, das lag einfach daran, dass am Anfang des Tages das Wetter ziemlich beschissen war und später aber super, super warm. Und ich hatte einfach, ja, ich musste irgendwie Luft an meine Haut lassen und hab deswegen die Handschuhe ausgezogen, hab meine Ärmel ein bisschen versucht hochzukrempeln, hab meine Jacke aufgemacht, weswegen es auch manchmal so ein bisschen auf der GoPro klappert, sorry dafür, und war einfach nur noch drauf und dran, dass wir möglichst schnell hier runterkommen, damit ich meine Jacke ins Auto werfen kann und wir dann nochmal losziehen können. Und dann ist die Speed wieder weg. Leckt mich am Arsch. Schon hier, ne? Muss man schon sagen. Boah, da wegschlucken. Crazy fette Dinger. Ich fahr die Flowline, ja, scheiße. Schon das ein oder andere springen, aber irgendwie das ist viel zu wenig Speed.
Flowline im Bikepark Schladming ist definitiv für jedes Level geeignet. Später geht es unten noch ein Stückchen weiter, also es gibt noch ein paar weitere Abschnitte, die relativ ähnlich vom Niveau sind. Wir sind allerdings später dann auf die Kessler und die Downhill Line gewechselt und wir sind auch an dem gleichen Tag noch in einem Zuge einmal die 99 Jump Line entspannt abgerollt, um uns da das Ganze entspannt anzugucken. Diese ganzen Lines seht ihr allerdings erst im nächsten Video, denn das heutige Video hat sich eher an die Anfänger gerichtet, die das erste Mal im Bikepark sind hier und einfach eine entspannte Flowline fahren wollen. Also lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.